meine Damen und Herren, Beatrice Richter und Dieter Krebs. Kumpelbürger und Genossen, Tanten und Verwandten, Papa, lass den Abwasch sein, Mama, schick den Hausfreund heim. Sketch ab, Rad ab, Hut ab, Bart ab, Kopf ab, Knopf ab. Sketch ab. Opa, klapp dem Playboy zu. Oma, lass den Schnaps in Ruhe. Fritzchen, mach beim Nachbarn Krach. Meine Anna, brüll den Onkel wach. Sketch ab, Rad ab, Hut ab, Bart ab, Kopf ab, Knopf ab. Sketch ab. Hey, ihr Puppies, putz die Platte. Pfeift die Dussis von der Matte. Hackt den Köter in das Ei. Die Katzen sind schon heiß. Skolette steckt den Knüppel ein. Der Chef lässt Fünfe gerade sein. Das Kolger legt den Hörer nieder. Es hüpft die Schwester aus dem Hut ab, Bart ab, Make-up, Ton ab, Film ab, Sketch ab. Bier und Nüsschen stehen bereit, jetzt wird's allerhöchste Zeit. Brillen auf, wir sind da, hier kommt das Chaos, wunderbar. Sketch ab. Guten Abend. Herr Erich? Ja? Du warst auch in Paris, oder? Ja. Und wie hat's dir da gefallen? Schön. Und wie bist du zurechtgekommen? Ich meine, so ganz allein, du sprichst doch gar kein Französisch. Zeige Sprache. Ach, mit den Händen hast du rumgefuchtelt? Nix rumgefuchtelt. Block und Bleistift. Ich werd verrückt. Im Restaurant, da hab ich dem Kellner gewunken, dann ist er gekommen. Dann hab ich ihm ein Glas aufgemalt, dann hab ich was zu trinken gekriegt. Und dann habe ich den Teller aufgemalt und schon war das Essen da. So einfach ist es. Nur einmal, da ist mir was Komisches passiert. Was denn? In einem anderen Restaurant, da ist die Bedienung auf mich zugekommen, hat den Block genommen und dann hat das Fräulein da ein Bett draufgemalt. Und dann? Nun frage ich mich seitdem, woher hat die gewusst, dass ich Bettler bin? Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Ihre Elke Stauber mit einer neuen Ausgabe von Mit dem Globus auf Du und Du. Heute besuchen wir den Einsiedler Johannes Maria Grappa, der seit langer Zeit auf einer einsamen Insel im Pazifischen Ozean in Einsamkeit lebt. Heute, vor genau 20 Jahren, hat er seinen Beruf als Geschichtslehrer aufgegeben und alle Brücken hinter sich abgebrochen. Und jetzt unser Exklusivinterview. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Grappa. Herr Grappa, warum sind Sie auf diese Insel gegangen? Um zu vergessen. Und was wollten Sie vergessen? Das habe ich vergessen. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass bei jedem Atemzug, den ich mache, ein Mensch stirbt? Dann versuch's doch mal mit Mundwasser. Herzlichen Glückwunsch, Frau Schulmeister. Sie sind schwanger. Oh, danke schön, Herr Doktor. Das ist ja wundervoll. Na ja, wenn es soweit ist, dann wollen Sie sicher, dass der Vater Ihres Kindes dabei ist, oder? Nein, das möchte ich lieber nicht. Ja, wieso nicht? Das war ein einmaliges Erlebnis für ihn, oder? Oh, das kann schon sein, aber ich weiß nicht, was mein Mann dazu sagen wird. Hände hoch. Das ist ein Überfall. Das ist ein Überfall. Hände hoch. Lassen Sie die Hände fallen. Das ist ein Überhoch. Fallen Sie auf die Hände. Das ist mir alles über.
hinkriegen. Geben Sie mir das Geld. Hände hoch, das ist eine Geldübergabe. Geben Sie mir irgendwas. Hände hoch, das ist ein Überfall. Geben Sie mir das Geld. Hände hoch, das ist ein Überfall. Geben Sie mir das Geld. Genau so. Hände her, Geld runterfallen lassen, hoch drüber. Ja, das ist eine, ein Geldfall, eine Überhand. Eine Überhand? Eine Geldhand. Oh, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen einen Überfall. Ja, also Sie geben mir das Geld. Wie denn? Ja, was meinen Sie damit, wie denn? Wie soll ich Ihnen das Geld geben, wenn ich die Hände hochhalte? Ja, dann halten Sie die Hände hoch und geben mir das Oder Sie geben mir erst das Geld und nehmen dann die Hände hoch. Das ist mir doch völlig egal. Machen Sie, was Sie wollen, lassen Sie mich was einfallen, nur geben Sie mir das Geld. Das werde ich nicht tun. Los! Warum sollte ich? Ja, weil ich eine Pistole habe, Dummerchen. Ja. Ja, die ist geladen. Ja. Mit kleinen Kügelchen. Und wenn ich da abdrücke, dann macht bumm und du fällst vom Stuhl. Tot. Dann machen Sie mal. Erschießen Sie mich. Meinen Sie es wirklich? Mhm. In echt? In echt. Nun machen Sie auch keine Schwierigkeiten und geben mir das Geld. Nein. Aber ich will Sie doch nicht wirklich erschießen. Das weiß ich. Eigentlich müssten Sie doch jetzt entsetzt sein. Oh, ich verstehe. Ja, weil ich fuchtel hier mit der Pistole. Aha. Ja, und dann geben Sie mir das Geld und ich nehme den Sack und gehe raus. Und wenn da noch ein Sack mehr ist, dann rufen Sie mich zurück und da komme ich und nehme den auch mit. Richtig. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal. Also, Sie machen jetzt die Augen zu, ich gehe raus, also nicht weit nur bis zur Tür und dann komme ich wieder. Hände hoch, das ist ein Überfall, geben Sie das Geld her. Warum haben Sie das denn jetzt gemacht? Das ist doch die Alarmanlage. Das weiß ich. Ja, dann ist gleich die Polizei hier. Na, dann beeilen Sie sich mal. Die nehmen mich mit und buchten mich ein. Beeilen Sie sich, hauen Sie ab. Ohne Geld? Die werden gleich da sein. Nein, kenne ich. Verschwinden Sie. Nein, tu ich nicht. Hau ab. Nein. Hau ab. Ich will nicht, dass sie dich einbuchten. Weiß ich. Das ist alles, was ich habe. Ich möchte gerne mal wieder dahin, wo ich lange nicht war. Dann geh mal zum Friseur. Keine Buttermilch.
17. 17. ...123.90.02. 70.70.92. 13. 4. 98. 145, 718, 1026, 84, 600, 1000. 600.000. Guten Tag. Guten Tag. Sind das deutsche oder italienische Kartoffeln? Wollen Sie sie essen oder mit Ihnen reden? Name? Schmelinski. Sind Sie verheiratet? Nein. Ich bin vom Auto überfahren worden. Spielst du vielleicht eine Scheiße zusammen? Ja, wie soll ich denn spielen, wenn du mir alle Figuren wegnimmst? Ist der schottische Sekretär schon da, den ich bestellt habe? Ja, Frau Lange, ne? Dann mal rein damit. Grüß Gott. Dann treten Sie mal näher, Herr... Patrick McClure. Hermine Langener. Auf gute Zusammenarbeit. Tja, dann wollen wir doch mal anfangen. Holen Sie mir doch mal den grünen Ordner aus dem Regal da oben. Meinen Sie den? Ja. Schatz, es ist fertig. Kannst dich gleich hinsetzen. Du, der Herr wird Taschen hat angerufen wegen der Fliesen. Soll ich den zurückrufen? Aber eins sag ich dir, Willi. Die Fliese kommen mir am Sonntag auf gar keinen Fall ins Haus. Damit ich nämlich mal Ruhe habe. Jetzt isst doch ein Suck, Willi. Jetzt wird's ja kalt. Nun iss und lass es schmecken, Willem.
Was hast du gesagt? Früher hast du mich noch angeschaut wie Oma Sharif. Und umarmt hast du mich wie Bert Reynolds. Und geküsst hast du mich wie Robert Redford. Und heute? Was ist heute? Ich könnte dich ja mal beißen wie Lassie. Du, Mutti, ich habe eine Frau kennengelernt. Wie alt? 26. Um Himmels Willen, mein Junge, hast du dir das auch genau überlegt? Du bist jetzt 66 Jahre alt. Stell dir vor, in 20 Jahren bist du 86 und sie ist 46. In 40 Jahren bist du 106 und sie ist 66. Was um alles in der Welt willst du denn mit so einer alten Frau? Und das hier ist das Wohnzimmer. Ah ja. Reinste Südlage. Von morgens bis abends Sonne. Und sehr ruhig. Ja, das gefällt mir ja alles ganz gut, ne? Glaube ich schon, dass ich die Wohnung für den nächsten Ersten, dass ich da die anmieten tue. Dann habe ich auch ein bisschen Zeit, alles noch zu renovieren und doch, das ist alles ganz schön. Also mal, was ist das denn? Bei der Mieten und ich das Dach? Ach, Ivo, machen Sie mal keine Gedanken. Das Dach ist erst im letzten Frühjahr renoviert worden. Ja, aber da muss doch mal undicht gewesen sein. Oben sind doch Flecken. Ach, die Flecken? Wissen Sie, vor Ihnen hat hier ein Chemieprofessor gewohnt. Der hat hier in der Ecke ein kleines Labor gehabt und hat immer seine Versuche gemacht. Ach so. Dann sind das Chemikalien. Chemikalien? Nein, das ist der Professor. Entschuldigen Sie, Madam. Darf ich bei Ihnen mal austreten? Mist. Ich könnte seit einer halben Stunde im Sessel sitzen und meine Zeitung lesen, wenn du nicht zum 128. Mal vergessen hättest, am Auto das Licht auszumachen. Ist auch kein Wunder, dass wir uns alle zwei Monate eine neue Batterie kaufen müssen. Es tut mir leid. Die ganze Zeit daran gedacht, als wir damals zum Flughafen gefahren sind. Aber als wir dann das Auto geparkt haben, da ging plötzlich diese Frau vorbei, weißt schon, diese mit dem totschicken gelben Kostüm. Und du hast selber gesagt, wie gut dir das Kostüm gefällt. Und da habe ich halt dann nicht mehr dran gedacht, die Lichter auszumachen. Ja, ist schon gut. Ich habe mich ja richtig dran gewöhnt. Nach jedem Urlaub muss ich Batterie ausmontieren, zur Tankstelle latschen, die laden lassen. Also mir wird direkt was fehlen. Ich hab's vergessen. Kann doch schließlich jedem mal passieren. Deswegen brauchen wir ja nicht gleich fertig zu machen, du Schonifist, du. Chauvinist. Ja? Chauvinist musst du dir merken, sonst machst du bei deiner Feministinnengruppe eine glatte Bauchlandung. Kannst du dich daran erinnern, dass kurz vor unserem Urlaub in der Zeitung gestanden hat, dass wir hier wohl einen sehr trockenen Sommer bekommen werden? Ja, natürlich erinnere ich mich. Ja. Kannst du dich auch erinnern, dass ich dir noch gesagt habe, dann spreng lieber vorher den Garten, ich mache in der Zeit den Abwasch? Klar, klar, das habe ich auch gemacht. Ja, das hast du gemacht. Das hast du gut gemacht. In unserem Garten wachsen mittlerweile Korallenbänke, weil du vergessen hast, das Wasser abzustellen. Oh Gott, ich muss das Wasser abstellen. Oh, Hosianna, der Herr sei gepriesen. Sie muss das Wasser abstellen. Ich danke dir, Herr, dass du meiner Frau eine so einfache Lösung eingegeben hast. Ich verehre dich, Weib. Und jetzt setz dich in Bewegung, bevor ich dir vor lauter Verehrung mal einen hintertrete. So. Bring die Post mit. Lömmelrand? Ja. Nein, die habe ich Ihnen doch vor dem Urlaub rüberbringen lassen. Meine Frau hat sie doch extra...
Na, es kann sein, dass ich da noch die Dividende ausrechnen wollte und dann ist das bei dem ganzen Durcheinander vor dem Urlaub. Ja, aber ich lasse Ihnen sofort zukommen. Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Auf was? Auf Wiederhören, ja. Ich habe das Wasser abgestellt. Ja. Sag mal, kannst du dich nicht erinnern, dass ich kurz vor unserem Urlaub dich gebeten habe, die zwei grünen Akten zu Dr. Hahn von der chemischen Abteilung rüberzubringen? Wieso grün? Ich dachte, die roten. Ich hab die roten rübergebracht. Zu Dr. Hahn? Nein, nein, zu Ingenieur Wolf. War das falsch? Falsch. Dann wird sich Herr Wolf aber freuen. In dem Ordner waren nämlich deine Nacktfotos. Die habe ich seiner Frau gegeben. Bitte. Kannst du nicht Tabletten nehmen oder irgendwie sowas? Mit deiner Vergesslichkeit, da kommen wir noch in Teufels Küche. Ich kann ja auch nichts dafür. Schließlich kannst du ja sonst nicht über mich beklagen, oder? Nein, nein, gar nicht. Bist doch selber schuld. Dreimal bist du nicht zu unserem Hochzeitstermin erschienen. Eigentlich hat jeder gewusst, dass sowas wie Gedächtnis bei dir so gut wie nicht vorhanden ist. Ich will mir ja immer Mühe geben, aber ich vergesse ja alles. Ich schreibe mir ja schon alles auf, aber dann vergesse ich, wo der Notizblock ist. Na komm, Dick. Hast ja deinen Bulli und der mag dich so, wie du bist. Hm? Ich verspreche dir, ich will mir auch ganz, ganz doll Mühe geben, nichts mehr zu vergessen. Hast du denn jetzt wenigstens die Post mit hochgebracht oder hast du die auch wieder... Nein, diesmal habe ich nichts vergessen. Es war keine Post da. Keine Post? Keine Zeitung, keine Briefe? In 6 Wochen? Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Und Ihr Name? Emmy Koch. Und Ihr Alter? Der wartet draußen vor der Tür. Er hat ein kleines Bier und das hatte die Dame. Dann nehmen wir erstmal die Getränke. Das war so ein Aperitif, ein Frankenbeutel, ein Apollinaris, ein Rotwein, der Rothschild. Dann noch der Saft und zum Schluss hatten wir 2 Aquavit und eine Flasche Pomme für 65 Mark. Und zu essen hatte die Dame einmal gemischte Vorspeise, dann die Schnecken und die Rehmedaillons mit Pfifferlingen, der Feldsalat geht extra, dann hatten sie noch extra Kroketten und die Scampi vom Grill und zum Schluss die Crepes, 18 Mark, ja, ich glaube, das war's. Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe. Oh nein, das Kiwi-Eis habe ich nochmal 10 Mark, das sind zusammen 238 Mark 20. So brauchen Sie eine Quittung. Nein, danke. Stimmt so. Sag mal, Uschi. Ja? Was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Gehen wir noch ein bisschen zu mir auf die Bude? Weißt du, Justus, manchmal habe ich das Gefühl, dass du mich wirklich nur ausnutzt. Rosemarie! Ja, Daddy? Komm mal rein. Ich kann es erklären, Daddy. Das interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, weißt du, was wir immer besprochen haben? Ja. Und? Ich verstehe nicht, Daddy. Was haben dein Vater und deine Mutter dir immer gesagt? Ach so, doch mit der Schande. Richtig. Dann wiederhole es. Ihr habt gesagt, ihr habt gesagt, jedermann will nur das eine, mein Kind. Erst lädt er dich ins Kino ein, dann in ein Lokal und dann zeigt er dir seine Briefmarkensammlung. Dann bringt er Schande über dich, deinen armen Vater und deine arme Mutter. Genau. Und? Was und? Ja, du warst ja heute Abend mit diesem Uli weg. Ja. Ja, genauer. Er hat mich ins Kino eingeladen. Aha. Dann sind wir zusammen ins Glühwürmchen gegangen und haben gegessen und getanzt. Aha. Dann bin ich mit Uli nach Hause gegangen. Und da hat er mir seine Briefmarkensammlung gezeigt. Aha. Und was ist dann passiert?
Danny, ich habe keine Schande über dich gebracht. Gott sei Dank. Braves Kind. Ich habe ihn ins Bett geschubst und dann habe ich Schande über ihn gebracht. Seinen Vater und seine arme Mutter. Dankeschön. Dankeschön. So, liebe Zuschauer, das war's mal wieder für heute. Wir sagen Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Ist doch ganz gut gelaufen, oder? Hoffentlich hat mein Friseur nicht zugeschaut. Warum? Das ist immer so nachtragend. Aber toll. Wir hoffen, Sie beim nächsten SketchUp wiederzusehen. Dankeschön. Und der, ja? Ich wollte dir heute eigentlich auch mal ein Kompliment machen. Danke. Wofür? Weißt du, in der letzten Sendung, da hast du mit deiner feuchten Aussprache nur die Leute hier an den ersten Tischen nass gemacht. Und heute haben schon die an den letzten Tischen ihre Regenschirme mitgebracht. Sag gute Nacht, Dieter. Gute Nacht, Dieter. Zwei Gründe gibt, warum Männer in der Kneipe sitzen? Nee. Aber was sind das für Gründe? Entweder sie haben keine Frau zu Hause. Oder? Sie haben eine zu Hause.